Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Nightmare House 2. Es ist jetzt einige Tage vergangen, wo ich jetzt das letzte Mal das Spiel gespielt habe. Ich habe mir sagen lassen, dass unter anderem ja auch der Spielverlauf von Verlauf zu Verlauf unterschiedlich sein soll. Dass nicht sämtliche Jumpscares oder irgendwelche Sachen, die passieren, nicht bei jedem gleich sein sollen. Habe ich mir so sagen lassen, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber gut, wir sind ja auf der Suche nach diesem Doktor und werden da von dieser Frau, muss ich mal sagen, dass es das eine Frau ist, werden wir immer aufgehalten oder es passiert immer irgendwas und immer auf dem Weg zu diesem Doktor. Ja. Kommen wir halt einfach nicht zu diesem blöden Doktor dahin. Okay. Sagen, der Patient ist nicht mehr. Alter. Aua. Alter, sind ja noch mehr. Bisschen erschrocken. Stimmt, was mir jetzt gerade auch so einfällt, der war ja. Genau, auf den wollte ich gerade ansprechen. Da war dieser komische Helikopter. Wahrscheinlich werde ich gleich in irgendwelche Feuergefechte verwickelt oder sowas. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Dass genau sowas passiert. Okay, war nur die Silhouette von meiner Waffe. Ich dachte jetzt gerade, da würde irgendwas hinter mir stehen. Habe ich mir auch schon wieder gedacht. Ich sag mal so, manche Jumpscares sind gut gesetzt, nur wenn man zu oft den gleichen Jumpscare benutzt, ist es echt ein bisschen langweilig. Da rannte doch gerade irgendwas lang. Irgendwas? Hört sich schwer so an, als wenn da irgendwas wimmern würde. Gehen wir mal da lang. Wahrscheinlich ist die Tür eh zu und hinter mir taucht jetzt wieder irgendwas auf. War ja klar und. Oh, doch nicht. Ja, da wimmert doch irgendwas. Duck Jump. Duck Jump? Nee, doch nicht.
Das. Was? So, dann halten. Ne? Ach da. Hey. Okay, da geht's schon mal nicht runter. Was? Hä? Hä? Ich checke gerade gar nichts. Hä? Hä? Oh nein, fängt das schon wieder an? Hä? Und hinter mir, yay! Und doch nicht. Was auch immer ihr für Dinger seid, ich mag euch nicht. Aua! Stay away from the door. We'll bust it open. Sir, I don't think we should be getting too friendly with the patient. We don't even know why he's still here. That's exactly why we need him. He seems to be pretty familiar with the place, and we need that in order to complete the objective. Besides, I'm pretty sure he needs us just as much as we need him. Yes, sir. Stay away from the door. Wieso glaube ich, dass ihr nicht lange hinter mir sein werdet? Feuergefecht oder sowas, seid ihr einfach alle, gleich alle weg. Geht nicht weiter. Da geht's weiter.
Vielleicht sind wir nicht mehr so bedrohlich wie vorher. Jetzt, wo ich die Typen da bei mir habe. Das habe ich auch gesehen. Ihr habt die größeren Waffen. Wow, sehr still hier auf jeden Fall. War ich hier nicht schon mal irgendwo? Dass ich hier schon mal irgendwo gewesen bin, aber das ist ein Krankenhaus, das sieht ja fast immer eh alles gleich aus. Das war so klar, dass jetzt hier irgendwas passiert, ey. Where is Johnson? Hä? Everyone keep your eyes peeled. We're not alone here. Ja. Das war so klar, dass die Leute jetzt nach und nach alle wegkommen. Ja, ich komme ja schon. Nein, das war so klar. Das war so klar, dass mir wieder irgendwas passiert, ey. Dass ich jetzt wieder irgendwo runterfalle oder...
Oh ja, urplötzlich geht das Licht aus. Ist auch klar, dass diese Tür zu ist. Da muss ich halt eben durch diese ganzen dunklen Schächte klettern. Licht nicht anmachen. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber irgendwas steht da gerade. Was? Oh nein, sag mir jetzt bitte nicht, dass jetzt diese Flares meine einzige Lichtquelle sind. Hi. Verbrennen die. Ich verstehe kein Wort. Was mache ich denn, wenn gleich alle diese Flares aus sind? Oh. Ich rate mir jetzt gerade im Übrigen auch meinen Weg hier durch. Schon wieder dieses Psst. Das hatten wir auch in den letzten Folgen auch schon gehabt, dieses Psst. Da passiert wieder irgendwas. Das war absehbar. So, meine SWAT-Freunde, wo seid ihr? Ich will wieder zu euch. Ihr seid wenigstens bewaffnet. Oh nein. Nein. Echt uncool. Richtig uncool.
Soll ich jetzt machen? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heben wir jetzt ab. Thank you for participating in this fire drill. If it was a real fire, you'd be dead by now. Jo. Diese lustige Bandansage. Oh Mann. Teilweise frage ich mich. Du komisches Spiel, willst mich jetzt eigentlich total verarschen? Och ey, warum muss ich jetzt hier überall durchkriechen? Ist doch nicht mehr normal, ey. Und dann auch nur mit dieser blöden Kackfackel, ey. Kann ich denn dieses hier mit irgendwas machen? Nee, natürlich nicht. Ich hab's so geahnt, dass ich hier runterfalle. I had a feeling I'd find you around this area. Have you heard the good news? Help has arrived. There is a helicopter patrolling the area outside this hospital as we speak. The only problem is, my transmitter is being blocked by radio equipment inside the hospital. I'm not in the position to contact them by light signal either. Let me think for a second. Oh, you've been through the surgery area, correct? Then you're really close to the radio room. Get there and shut off that equipment. Then we'll be able to contact them and we can get the fuck out of here. Schön, dass er zensiert worden ist. Willst du mich verarschen, blöde Kacktaschenlampe? Irgendwas passiert hier gleich mit diesen blöden Dingern hier. Das erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an Condemned. Ich drehe mich weg und gleich stehen sie hinter mir. So wie jetzt. Jetzt komme ich drauf zu und dann passiert wieder irgendwas. So voraussehbar, das Ganze. Es ist so voraussehbar. Ist natürlich alles dicht. Ja, hier steht wieder einer da. Doch nicht. Hä? Leute, ihr seid ja so lustig. Hier ist doch nichts in diesem Raum. Doch, da drüben. Versucht jetzt gerade hier gruselige Geräusche zu machen, oder was? Dass ich jetzt Angst bekomme, oder was? Ja, flacker du mal schön. Was? Ich hau zurück, du. Au! Ding. Das Ding haut mich zuerst, ich hau zurück und dann haut er wieder. Blöde Kackgeräte. Ja, ich bin ja schon da. Ich sehe dich. Was?
Da soll ich hin? Okay, gehen wir mal dahin. Aha. War das richtig? Scheint so. Jo, war richtig. Hä? Da war doch noch gerade ein Sword-Soldat. Das hat mich jetzt nicht so erschrocken. An dieser Stelle beenden wir die Episode. Auch wenn ich jetzt gerade wirklich sehr wenig gesprochen habe, aber es ist gerade einfach nur, ich muss mich erstmal richtig reinfinden wieder in das Spiel. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, was jetzt mit den SWAT-Soldaten geworden ist. Ob die jetzt noch am Leben sind, ob die jetzt alle weg sind. Nächste Folge ist: Wären wir gerade wirklich verrückt, dass wir jetzt nur noch einbilden, was hier mit diesen ganzen Puppen und sowas da jetzt gewesen ist? Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Ciao.